Ein häufig auftretendes Problem bei digitalen Fotos sind Dinge, die man nicht drauf haben möchte. Zum Beispiel diese Gartenstühle hier auf diesem Bergbild, die wollen einfach nicht so hineinpassen. GIMP bietet dazu ein geniales Werkzeug an. Das ist das Klonierwerkzeug. Ich klicke es gleich an. Ich kann diesen störenden Vordergrund ganz einfach entfernen, indem ich den Hintergrund darüber male. Und der Hintergrund hier besteht ja einfach aus Schnee. Damit ich jetzt das besser sehe, kann ich das vergrößern auf ungefähr 200%, wähle mir wieder den Ausschnitt, den ich haben möchte und gehe dann mit dem Klonierwerkzeug zuerst auf diesen Schneehaufen. Ich kann nun, wenn ich die Ctrl-Taste gedrückt halte und mit der linken Maustaste einmal klicke, kann ich den Bereich markieren, den ich über die Gartenstühle zeichnen möchte. Ich gehe jetzt auf diesen Gartenstuhl und klicke und beginne zu malen. Ich kann nun jetzt diesen Bereich, der mit einem Kreuz markiert ist, über den anderen Bereich kopieren. Sie sehen, diese Stühle verschwinden Stück für Stück. Ich kann hier hin und her malen und diese so zum Verschwinden bringen. Manchmal ist es auch praktisch, einen anderen Pinsel zu verwenden. Ich gehe jetzt hier auf diesen Bereich und möchte einen Pinsel haben mit weichen Kanten. Ich gehe dazu in den Reiter der Pinselspitzen und nehme einen Pinsel mit weicher Kante. Circle Fusi 17. Gehe wieder auf einen neuen Bereich, drücke die Ctrl-Taste, halte sie gedrückt, klicke einmal mit der linken Maustaste, lasse wieder los und kann einen neuen Bereich über diese Gartenstühle malen. Sie sehen jetzt, die Pinselspitze läuft weich aus und kann so einen besseren Effekt erzielen, ohne dass es allzu sichtbar ist. Gehe nun auch hier wieder noch einmal zurück, nehme einen neuen Bereich, drücke Ctrl, klicke einmal links und übermale weiter. Ich habe nun meine Retusche beendet. Um mir das Resultat jetzt anzusehen, klicke ich wieder auf den Zoom-Bereich, auf einen kleineren Bereich und diese Stühle sind verschwunden.